Wieso hat mit ihm hier ein Problem? Heute ist es so, dass ich erst mal nachdenke, bevor ich etwas sage. Ist das schlimm? Für mich ist es schlimm. Für mich ist es schlimm. Da, also wirklich, du merkst bei einem Gottschalk einfach, dass der ein, und ich meine das gar nicht böse so, dass er ein verhältnismäßig leichtes Leben hatte. So, ne? Also wenn du mit 74 Jahren merkst, oh krass, manchmal muss man ja nachdenken, bevor man redet. Bisher in meinen 74 Jahren habe ich das so erlebt, dass ich immer alles einfach filterlos sagen konnte, was in meinem Kopf drin ist, egal in welchem Kontext. Und es war immer okay. Linke wie Rezo sind der Meinung, dass der Mensch im Grunde seines Herzens erst einmal schlecht ist. Und genau das sieht man perfekt an diesem Ausschnitt in der Gottschalk-Debatte. Ich weiß jetzt nicht, ob er das extra macht oder ob er das wirklich nicht checkt, worauf Gottschalk hinaus will. Ist, wenn Gottschalk nämlich sagt, dass er nicht darüber nachdenken muss, dann heißt das nicht, dass Gottschalk rumläuft und irgendwie die schlimmsten Beleidigungen ausspricht und wirklich unflätig und asozial zu den Menschen sich benimmt und dann, wenn Leute ihn darauf hinweisen, er sagt so, ah, oh, das habe ich nicht gewusst, sondern dass es geht darum, dass Gottschalk sagt, eigentlich ist es ein gefährliches Zeichen in einer Gesellschaft, dass Durchschnittsleute, die überhaupt nicht verdächtig sind für irgendetwas, mit ihrer Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen und sich in Spitzfindigkeiten darüber entschieden wird und sich darüber verlieren, ob sie jetzt akzeptabel sind oder die schlimmsten Monster auf dieser Welt und gesellschaftlich stigmatisiert werden dürfen. Jeder Mensch, gerade der weiße alte Mann, ist von Geburt an erstmal ein ganz, ganz schlimmer, rassistischer, übler Mensch und der muss quasi umerzogen werden. Und das muss er machen, schon indem er eine ganz bestimmte sprachliche Kodierung nimmt und das, was er intuitiv spricht, ist schlecht, weil der Mensch eben von seinem Grundwesen her einfach schlecht ist. Also muss er sich selber umlernen. Das ist das Weltbild, was daraus spricht. Und das ist eben weg von einer Gesellschaft, in der wir sagen, der Mensch ist eigentlich gut, so wie er ist, und wenn wir eigentlich wissen, dass die Person in seinem Herzen ganz korrekt ist, dann können wir das sehen und tun es nicht an Oberflächlichkeiten aufhalten oder fangen an, ganz gezielt Menschen bösartige Unterstellungen zu machen. Weil damit vergiften wir das Klima und wir kommen den Menschen auch nicht nah und werden ihm nicht gerecht, weil wir wissen, was hinter der Fassade steht. Und diesen Verlust einer gewissen Menschlichkeit an der Stelle ist das, was Gottschalk gesellschaftlich als problematisch ansieht, wenn er sagt,